habe die Ehre. Wir machen heute gefüllte Champignons bzw. Schwammerl. Also wir tun die Schwammerl mit einer Frischkäse-Gemüsemischung befüllen. Dann machen wir ein Gemüsebeet draus, setzen die Schwammerl drauf und tun die dann in den Ofen. Und dazu machen wir einen Reis. Genau. Viel Spaß beim Anschauen. Hier geht's weiter und genau, so. Die Zutaten: Zucchini, Schwammerl bzw. Champignons, Schnittlauch, Tomaten, Lauchzwiebeln, Salz, Pfeffer, edelsüße Paprika, Chiliflocken, Rapsöl, Frischkäse, Reis und eine Paprika. Die Vorbereitung für unsere Schwammerl sind: Ich habe die Lauchzwiebeln in Ringe geschnitten. Die Paprika habe ich entkernt und ungefähr 0,5 cm große Stücke geschnitten. Genauso wie die Zucchini. Und im Rezept wird Dosentomaten stehen. Ich habe frische genommen und habe die auch so ein bisschen über einen halben Zentimeter groß geschnitten. Und die Schwammerl habe ich einfach nur den Strunk rausgenommen, dann einmal nach links und nach rechts gedrückt. Und hier ist ja so ein Häutchen. Das habe ich mit dem Messer so ein bisschen weggekratzt bzw. weggeschnitten, um das ein bisschen schöner zu halten. Und hier, wenn jetzt hier so und so ein bisschen Dreck, was man hier sieht, kann man wegmachen und so ein bisschen wegkratzen. Ich würde sie nicht waschen, weil sonst wässern sie so ein. Also einfach so mit ein bisschen Messer, mit ein bisschen wegkratzen und dann passt es so. Also wie gesagt, einfach hier einen Strunk, so ein bisschen links und rechts drücken, dann kriegt man den wunderbar raus. Hier dieses Häutchen habe ich ein bisschen weggekratzt, beziehungsweise weggeschnitten. Da machen wir jetzt unsere Füllung rein und die Stiele, die schneiden wir auch in so 0,5 cm große Stücke. Habe jetzt hier unsere Schüssel, da habe ich den Frischkäse schon mal reingetan und Salz und Pfeffer und Chiliflocken und da tun wir jetzt die Hälfte der Paprika, Zucchini und der Champignonwürfel vermischen wir jetzt mit dem Frischkäse. Und wenn wir das jetzt vermischt haben, schmecken wir das noch ab und dann füllen wir das in unsere Schwammerl ein. So, ich habe jetzt da noch ein ganz kleines wenig Chili reingetan, weil ich es ein bisschen schärfer wollte, aber es ist nachher messen. Ja, wir nehmen dann einfach, nehm jetzt einen kleinen Löffel und nehmen ein bisschen was und tu das dann hier gescheit reindrücken. Man kann es auch mit einer Spritztüle machen, wenn man da Bock drauf hat. Das sind jetzt nicht so große Schwammerl, weil ich einfach nicht mehr gefunden habe. Aber ich mache da einen guten Haufen drauf und dann befüllen wir das alles, bis alle Pilze weg sind. Und ich drücke das auch richtig rein hier. Also man kann da schon eine Power geben. Die Schwammerl halten ja was aus. Und ja, machen da so einen Haufen drauf. So. So, hier mal das gescheit draufdrücken. Rum, pom, pom. So.
Und jetzt machen wir unser, genau. Wenn wir alle jetzt befüllt haben, machen wir aus dem restlichen Gemüse hier unser Gemüsebett. Das braten wir jetzt an und genau. Also, wenn unser Fett heiß ist, also wir machen jetzt das Gemüsebeet von unseren, hier, wir tun es ja in den Ofen rein, da tun wir unten das Gemüse rein und oben dann die Schwamme und da machen wir jetzt das Gemüsebeet. Dann nehmen wir eigentlich das restliche Gemüse, das heißt die Paprika, die Zucchini und unsere geschnittenen Schwamme, beziehungsweise dann den Lauch, braten wir an. 3-4 Minuten, geben dann die Gewürze dazu und dann geben wir die Dose Tomaten. Damit löschen wir es dann ab, beziehungsweise ich habe ja frische Tomaten genommen, dann tun wir die frischen Tomaten rein, würzen es und dann geben wir das in unsere Auflaufform. Also wir haben das jetzt 2-3 Minuten so angedünstet, so leicht glasiert. Und jetzt geben wir unsere Tomaten dazu. Es kann sein, weil die Dosentomaten haben ja Flüssigkeit, dass wir vielleicht ein bisschen Flüssigkeit brauchen. Wir geben einfach ein bisschen Wasser dazu. Und dann da passt es schon. Aber wir müssen jetzt gleich mal schauen, wie sich das hier so entwickelt. Und ja, genau. Ich muss das auch nochmal kurz anbraten. Beziehungsweise ja, würzen es gleich noch und dann geht's weiter. So, da es ja frische Tomaten sind, ich gebe mal so 50 bis 100 Milliliter Wasser dazu, um das ein bisschen flüssiger zu machen. Und dann tun wir das noch ein bisschen würzen mit Salz, Pfeffer und mit edelsüßer Paprika so ein bisschen rein und lasst es einmal aufkochen, lasst das Gewürz vergehen, schmecken das ab. Also wir haben das jetzt hier eingekocht und ich weiß nicht, ob man das hundertprozentig sieht, aber man sieht so richtig, dass es jetzt eine geile Masse geworden ist und ja, jetzt füllen wir das ab. Wir haben jetzt hier unsere, also ich tue jetzt schon mal den Reis, also ihr müsst schauen, wie lange euer Reis dauert, nach Gebrauchsanweisung den Reis schon mal kochen. Wir tun jetzt auf jeden Fall das hier rein und dann kommt das, unsere Schwammerl kommen dann für 30 Minuten in den Ofen bei 180 Grad und da müsst ihr planen, wie ich tue den Reis jetzt ein bisschen früher, wenn der mir dann ein bisschen kühler ist. Ich muss ihn ja noch anrichten und alles, ist mir dann egal, ich schmeiße es jetzt schon mal an. Das müsst ihr dann planen, wie es bei euch am besten passt, dann genauso einstellen. Wie gesagt, wir machen jetzt, tun jetzt hier unser Gemüsebeet rein, geben das hier rein und setzen dann unsere Schwammerl hier rein. Also ich muss das ein bisschen schöner auspressen. So hier rein. Ich habe das vorher schon ausgesetzt, die passen so echt super rein. Geben das mal hier rein. Unsere Schwammerl. So. Achso, ich habe es ohne Gemüse getestet. Gell? So müssen wir das machen. So, so, so. So, jetzt haben wir hier und das geben wir jetzt für 30 Minuten in den Ofen. Hier haben wir unser Ergebnis, unser Frischkäse gefüllt in Champignons, in Schwammerl. Ich habe das schon probiert. Ich habe es relativ scharf gemacht. Es hat mega Power, mega geil. Mit dem Gemüse ein Traum. Ich bedanke mich
ganz herzlich fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachkochen und ja, Dankeschön. Peace, meine Freunde.